Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr bei einem Zweitaktroller, in diesem Fall eine Peugeot JetForce, einen Zylinder wechseln könnt. Als allererstes müssen wir, ihr seht nämlich, hier sitzt der Zylinder, daran kommen. Das heißt, wir werden den Unterboden wegmachen und die Trittbleche hier und diese in Verkleidung unter dem Rahmen. Diese drei Sachen werden wir jetzt auf jeden Fall mal wegmachen. Auf jeden Fall solltet ihr Kühlwasser ablassen. Hier sieht man auch, musste ich mit der Flex den Krümmer ein bisschen anpassen, damit, weil da war so eine ganz fette Schweißnaht und ich musste die verkleinern, damit diese Aufnahme hier bündig drauf passt. Das war nämlich vorher irgendwie so und dann habe ich den auch gar nicht dicht bekommen. Also falls ihr einen Chianelli-Rekord habt und ähnliches Problem habt, ich habe einfach die Schweißnaht so weit gekürzt, dass es hier passt. Wir haben jetzt die Verkleidungsteile weg. Den Rest der Kühlwasserschläuche abmachen, das heißt einmal den kurzen Schlauch hier unten. Dazu die Schelle hier zusammendrücken. Und nach hinten ziehen. Und dann könnt ihr den Schlauch einfach abziehen. Dann werden wir jetzt als nächstes das Thermoventil wegmachen. Das sitzt hier oben am Kopf. Hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das müssen wir jetzt abstecken. Dazu baut ihr am besten das Helmfach aus, dann seht ihr hier diesen Stecker, dieser weiße Stecker. Dazu gehen wir mit einer Spitzzange hier vorne rein, ziehen diesen Draht raus. Dann habt ihr hier diesen kleinen Sicherungsdraht, den macht ihr auf die Seite. Und dann könnt ihr diesen Temperaturfühler einfach abziehen. In der Regel wollen wir die nicht mehr verwenden. Neuer Zylinder, machen wir auch eine neue Kerze rein. Dann können wir jetzt den Zylinder runter machen. Dazu nehmt ihr eine 10er Schraube, eine 10er Nuss und baut euch hier eine Rätsch zusammen, sodass ihr da halt hinkommt. Dann über Kreuz erstmal lösen. Hier hinter dem Thermoventil sitzt noch eine 10er Schraube. Das ist eigentlich nur eine Hilfsschraube. Die werden wir jetzt als erstes entfernen, umgekehrt am Schluss als letztes wieder drauf machen. So, nachdem wir das Ganze, die Schrauben gelöst haben, schaut, dass ihr, wenn ihr jetzt den Zylinder abbaut, zuerst den Kopf löst und nicht, also nicht an der Kopfdichtung hinten löst, sondern am Kopf, dass, falls hier noch Kühlwasser drin ist, dass ihr das seht und zuerst den Kopf runter machen könnt. Zusammen mit den Schrauben den Kopf. Also versucht das. Man weiß ja natürlich nicht, welche Dichtung jetzt besser hebt. Deswegen einfach hier mal ein kleines bisschen drehen. Und man sieht, er hat sich hier an der Kopfdichtung gelöst, nicht an der Fußdichtung. Das ist auf jeden Fall gut. Wir wollen nämlich nicht, dass Kühlwasser in die Kurbelwellenkammer kommt. Ein bisschen ist nicht schlimm, das verdampft. Aber wir wollen es trotzdem nicht. So, jetzt entfernen wir den Kopf. Dazu müssen wir die Schrauben hier jetzt noch ein bisschen ziehen. Und wir haben den Kopf unten. Im Prinzip könnt ihr euren Kopf, wenn er in Ordnung ist, weiterverwenden. In meinem Fall ersetze ich jetzt aber auch den Kopf, weil ich nicht genau weiß, wo das Problem ist. Und das noch der alte Kopf ist vom Motorschaden damals, wo der Vorbesitzer gehabt hat. Deswegen werde ich auch den Kopf ersetzen. Ja. Dann ziehen wir jetzt den Zylinder ab. So, vorsichtig vom Kolben runterziehen. Und fertig. Und werden jetzt als nächstes, ganz wichtig, die Kurbelwellenkammer mit einem Tuch verstopfen. Weil, wenn euch nämlich in die Kurbelwellenkammer ein Kolbenclip oder anderer Schmutz reinkommt, dann kann das
böse enden. Jetzt nehmt ihr eine Spreizzange und entfernt den Kolbenclip. Normalerweise könnt ihr den hier einfach packen. So. Kolbenclips auf jeden Fall ersetzen. Den Kolbenclip auf der anderen Seite ebenfalls gelöst und dann einfach den Kolbenbolzen rausgeschoben. Somit haben wir jetzt hier den alten Kolben. Den Daumen auflegen und ein kleines bisschen die Oberfläche schön glatt machen. Dass die alten Dichtungsreste, falls noch welche vorhanden sind, wegkommen. So, als nächstes, nachdem wir die Oberfläche einigermaßen schön sauber und glatt geschliffen haben mit ganz feinem Schleifpapier, nehmen wir WD-40. Das hat eine reinigende und auch entfettende Eigenschaft. Machen wir einfach ein bisschen was hier auf einen Lappen und dann tun wir damit die Dichtungsfläche ein bisschen sauber machen. So, was braucht ihr als nächstes? Frische Kolbenringe, frische Kolbenbolzenclips, einen frischen Kolbenbolzen, eventuell auch ein frisches Nadellager, aber dieses war wie gesagt höchstens 2000 Kilometer drin, deswegen nehme ich das jetzt einfach weiter. Ich habe mir jetzt nicht extra eins bestellt, natürlich auch einen Kolben. Dieser Pfeil immer Richtung Ausleiß zeigen lassen. Also immer in Richtung Auspuff, Krümmerauslass am Zylinder, in diese Richtung. Also bei liegenden Motoren ist es in der Regel nach unten. Ne? Bei stehenden müsste es dann nach vorne sein, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall, dieser Pfeil muss immer zum Auslass zeigen. Weil, ihr könnt euch das Ganze so merken, wenn ihr keinen Pfeil habt, hier sind zwei Stifte im Kolben, einmal hier und einmal hier. Hier wird sich später die Öffnung der Kolbenringe befinden. Die Kolbenringe werden an dieser Stelle zusammengehen. Und das bedeutet, diese beiden Bolzen müssen nach oben gerichtet sein. Nicht nach unten gerichtet sein, sondern nach oben gerichtet sein. Warum? Wenn die nach unten gerichtet werden, könnte es passieren, dass wenn der Kolben über den Bereich des Auslasses geht, dass die Kolbenringe sich dort öffnen und dann einfach abgeschert werden. Und jetzt auf jeden Fall vergewissern, dass der Clip richtig in dieser Nut sitzt. Dazu dreht ihr ihn, also ihr seht diese Öffnung hier, der Clip endet hier und biegt sich dann hier raus. Also drehen wir diesen Clip jetzt noch mindestens eine halbe Umdrehung weiter. So. Und im Prinzip ist es egal, wo dieser Stift hier steht. An welcher Stelle dieser Stift hier nach außen zeigt, das ist im Prinzip egal. Wir können den Clip einfach ein bisschen rumdrehen, noch, dass ihr euch auch wirklich sicher seid, dass er richtig in der Nut sitzt. Weil wenn dieser Clip sich nachher löst, habt ihr sofort einen Motorschaden. So, und jetzt stülpt ihr vorsichtig diesen, ihr hebt den quasi auf einer Seite und an der anderen Seite zieht ihr den Kolbenring auseinander, aber nur so weit wie unbedingt nötig. Kein bisschen weiter dehnen als unbedingt nötig. In diesem Fall so, und dann werden wir den einfach in die erste Nut schieben. So, hier an der ersten Nut vorbei. Hoffen, dass er jetzt halt nicht in der vordersten Nut einrastet, sondern in der hinteren. Könnt das hier auch ein bisschen mit Fingernagel heben, wenn ihr jetzt nicht so empfindlich seid. Und stülpt den langsam. Wichtig ist, dass ihr halt die Kolbenringe nicht überdehnt oder ähnliches, weil die brechen auch ganz schnell. Gerne, ganz schnell und ganz gerne. So, jetzt müsst ihr nachher quasi, wenn ihr den Zylinder draufsetzt, nur noch den richtigen Punkt suchen, das heißt, ihr müsst diesen Stift suchen und hier gehen später die Kolbenringe zusammen, genau an dieser Stelle.
da, wo dieser kleine Stift hier sitzt. Seht ihr das? Da, diesen kleinen Stift, den müsst ihr euch suchen. Und genau so müssen beide Kolbenringe nachher stehen. Dann müsst ihr die Kolbenringe zusammendrücken. Genau an dieser Stelle von diesem Clip, dass die Kolbenringe hier schön runtergehen und nicht mehr überstehen. Wenn ihr die quasi zusammendrückt, seht ihr, dass die ganz zusammengehen. An dieser Stelle müssen die nachher sein. Das wird nachher ein bisschen Fummelarbeit. So, jetzt müssen wir den zweiten Kolbenring noch drauf machen. Ist also im Prinzip genau das gleiche Theater wieder. Kommt nur dieses Mal in die erste Not. So. Vorsichtig spreizen. Ich nehme mir einfach hier den Fingernagel und heb mit dem Fingernagel die andere Seite des Kolbenringes. Da kann ich das auch ungefähr regulieren, wie weit ich den Kolbenring dehne. So, dass er halt nicht mehr als nötig gespreizt wird. Und jetzt langsam in die Nut. Und somit haben wir den Kolben soweit vorbereitet. Macht ein bisschen Zweitaktöl einfach auf den Finger und verteilt das auf dem Nadellager. So. Ihr müsst es jetzt nicht unbedingt tränken, aber dass es schön geschmiert ist. Und schiebt es dann hier in die Öffnung eures Pleuel rein. Jetzt dran denken, Pfeil nach unten. Hier drauf stülpen, dass beide Öffnungen am gleichen Punkt sind. Und dann könnt ihr, nachdem euch der Bolzen runtergefallen ist, den Bolzen hier langsam reinmachen. Denkt aber dran, dass ihr hier keine Gewalt aufwenden müsst. Also das sollte hier ja eigentlich gewaltfrei oder möglichst gewaltfrei funktionieren. Ohne Hämmern, ohne Klopfen, ohne irgendwelches Werkzeug. Das könnt ihr natürlich, wenn ihr jetzt nicht mehr weiter hinkommt, vorsichtig den Bolzen bis zum Ende hinschieben. So weit wie er reingeht. So, ihr nehmt euch den nächsten Clip. So, jetzt hier reinmachen. Das ist jetzt natürlich eine Fummelarbeit. Schaut am besten, dass ihr euch irgendwie den Kolben hebt mit der anderen Hand und dann mit der Zange hier den Clip da reinfummelt. So. Der sitzt jetzt natürlich noch nicht richtig. Das ist mir klar. Jetzt drehen wir den ein bisschen. So, jetzt sitzt er drin. Es hat Klick gemacht. Und wir werden den auf jeden Fall jetzt noch drehen. So, drehen den schön, dass wir uns auch wirklich sicher sind, dass er richtig sitzt. Wie kriege ich dieses Ventil hier raus? Mit einer Spitzzange. Da drin ist so ein sternförmiger Ring und dann nehmt ihr einfach eine Spitzzange und packt einen von diesen sternförmigen Ringen und zieht. Dann müsste es in der Regel auch rausgehen. So, meine Freunde, ich habe jetzt den Kopf soweit vorbereitet. Hier haben wir das Thermoventil. Einfach an diesen Zacken rausziehen und hier wieder reinmachen. Dann den Zackenkranz wieder reinstopfen und dann hebt das. Ne? Temperaturfühler habe ich rausgedreht und ein bisschen Schraubensicherung, dass es dicht ist und dass es halt zusammenhält. Und dann wieder drauf gedreht. Easy peasy, fertig. Somit ist der Kopf soweit fertig. Jetzt gehen wir hin und werden den Zylinder schön mit Zweitaktöl einreiben, das heißt hier innen drin Zylinderlaufbahn. Kolben haben wir ja schon, können wir aber auch noch mal machen. So schön, dass das Ganze gleich von Anfang an geschmiert ist. So sollte auf jeden Fall alles sehr schön geschmiert sein. So, nachdem wir den Zylinder jetzt soweit haben, Dichtung hier drauf,
richtig rum drauf, Schrauben durch, Kopf drauf, Schrauben durch. Die JetForce hat leider keine Zylinderstehbolzen. Man könnte hier Stehbolzen nachrüsten, dann könnte man aber nicht mehr den Zylinder montieren, ohne den Block abzubauen, weil man dann vom Platz her nicht mehr hinkommt. Deswegen verzichte ich auf Stehbolzen. Jetzt packen wir das Ganze so, damit uns der Kopf nicht mehr auseinander geht und da womöglich noch Dreck dazwischen kommt. Und jetzt beginne ich Fummelarbeit, den Kolben da drauf kriegen. Da setzen wir den rein. Und ja, jetzt müssen wir die Kolbenringe zusammendrücken. Und schauen, dass wir da irgendwie reinkommen. So, erster haben wir, zweiter fehlt. Hier auf keinen Fall Gewalt anwenden, das Ganze muss also ohne Gewalt funktionieren. Ja, so klappt das. Die hinteren Kolbenringe zusammen, den hinteren Kolbenring zusammenziehen und es geht drauf. Vorsichtig die Dichtung nicht beschädigen, am besten hinten an den Schrauben heben. Und jetzt vorsichtig, vielleicht ein bisschen zu vorsichtig, aber egal. Den Zylinder drauf stülpen. So, am besten oben schon mal zwei Schrauben befestigen, anziehen, dass der nicht mehr runterrutscht. Kann man hier sehen, 12 Newton stellt er das Ganze ein, laut Hersteller. Eventuell könnte man auch 13 oder 14 nehmen, aber laut Hersteller sind es 12. Jetzt nehmen wir unseren super duper Premium Drehmomentschlüssel. Nein, das ist einfach nur ein Drehmomentschlüssel. Und fangen an, die vier Schrauben überkreuz langsam gleich stark festzuziehen. Immer schön im Wechsel. Jetzt alle vier ein bisschen stärker. Ihr könnt auch hier, wenn ihr euch nicht sicher seid, das Drehmoment erstmal runterstellen. Erstmal auf 5 Newton und dann, wenn es geknackt hat, auf 12 Newton. Aber mache ich jetzt nicht. Auch die obere Schraube nicht vergessen, die obere Schraube kann ruhig ein bisschen hinterherhängen. Und beim Knacken sofort aufhören. So, jetzt können wir als nächstes den Temperaturfühler wieder drauf stecken. Machen wir gleich, dann vergessen wir das nicht. So. Und den Clip. Oh, scheiß Ding. So. Somit sitzt der Temperaturfühler wieder dran. Jetzt vorsichtig mal den Kolben durchdrehen, ob sich hier alles gut anhört. Ob sich hier die Geräusche alle vertraut anhören. Kein Schleifen, kein Kratzen. Eine neue Zündkerze. Und dann werden wir schauen, ob er Kompression hat. Also ob hier ein bisschen Widerstand dahinter ist. So. Fest ist fest. Und jetzt schauen, ob er Kompression hat. Also, das fühlt sich richtig an, hört sich richtig an, Zündkerze ist drauf. Jetzt werde ich als nächstes den Auspuff wieder dran montieren und die Kühlwasserschläuche wieder dran montieren. Aber das filme ich jetzt nicht, weil einen Auspuff und Schläuche montieren ist es, glaube ich, nicht so interessant.
Deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Auspuff wieder anmontiert habe. Bis gleich. Auspuff ist wieder dran. Kühlwasserschläuche sind dran. Jetzt, zu guter Letzt, tun wir noch einigermaßen die Kühlwasserschläuche entlüften. Lassen den Kühlwasserbehälter offen. Füllen auf Maximum auf. Und dann tun wir hier diese Schellen locker machen, dass hier die Luft raus kann. So, das machen wir einfach. Und jetzt lassen wir den Roller erstmal laufen. Und danach werden wir natürlich nebenbei gegebenenfalls Kühlwasser nachfüllen. Gegebenenfalls hier nochmal die Schläuche öffnen. Aber normalerweise entlüftet sich das dann noch. Auch mehr oder weniger von selber, einfach den Kühlwasserbehälter mal offen lassen und gut ist. Auch der Vergaser sitzt wieder, der neue. Jetzt wird es allerdings Schwierigkeiten geben beim Anspringen, weil halt der Vergaser neu ist und alles erstmal volllaufen muss. Deswegen stelle ich mich hier auf ein paar Actions ein. Hier habe ich ganz einfach einen Schlauch raus, einfach die beiden Anschlüsse, die ich nicht brauche für die Vergaserheizung, einfach so verbunden, dass da kein Dreck reinkommt. So, ich werde jetzt den Roller anmachen. Wenn er anspringt, werde ich ihn 10 bis 15 Minuten laufen lassen. Dann gibt es erstmal ein Mechanikerbierchen. Immer wenn ein neu montierter Zylinder läuft, gibt es ein Bierchen. Und dieses Bierchen trinken wir, während der Roller 10 bis 15 Minuten im Stand läuft, trinken wir gemütlich unser Mechanikerbierchen. Rauchen vielleicht eine Zigarette und nach 10-15 Minuten machen wir den Roller aus und lassen den Motor erstmal kalt werden. Wenn ihr einen neuen Zylinder drauf gemacht habt, egal welchen, macht erstmal zum Einfahren schwere Gewichte rein. 9 Gramm, 10 Gramm, 12 Gramm, scheißegal. Je höher das Gewicht eurer Gewichte, je schwerer eure Gewichte, desto weniger hohe Drehzahlen produziert euer Motor und ihr wollt beim Einfahren keine hohen Drehzahlen. Deswegen macht schwere Gewichte rein. Falls ihr eine Kupplung verändert habt, macht wieder Standardkupplungsfedern rein oder haut einfach mal die Standardkupplung rein, dass der Motor einfach so wenig wie möglich auf Drehzahl geht. Und wenn ihr eure 2, 3, 4, 500 Kilometer, in der Regel sagt mal 500 Kilometer, aber jeder macht das irgendwie anders, ich rate euch, fahrt den 500 Kilometer so ein, vorsichtig, nicht irgendwie im kalten Zustand Vollgas geben oder irgendwas, immer vorsichtig, sachte fahren und macht das 500 Kilometer. Je ordentlicher ihr euren Zylinder einfährt, desto besser können sich die Kolbenringe im Zylinder einschleifen. Die müssen ja erstmal ihre charakteristische Bahn erstmal einschleifen und je besser die das machen können, desto länger lebt euer Zylinder, euer Motor einfach. Deswegen spart da nicht an der Einfahrzeit, fahrt den ordentlich ein, schwere Gewichte rein und euer Motor wird es euch danken. So, jetzt werden wir den erstmal versuchen zu starten. Wenn ich nichts vergessen habe, müsste das auch funktionieren. Jetzt wird es wahrscheinlich dauern. Lol. Also, er läuft. Oh. Ich lasse ihn jetzt mal 10-15 Minuten erstmal laufen. Bisher, aktuell, sieht es nicht so aus, als ob er hier Kühlwasser verliert am Kopf. Aktuell ist alles trocken. Hört sich anders an, muss ich sagen. Hört sich anders an. Hört sich auf jeden Fall anders an. Im Vergaser war eine 80er Hauptdüse drin. Ich habe, also original war jetzt eine 80er Hauptdüse im Vergaser drin. Ich habe eine 74er reingemacht, weil das letzte Mal mit 74 auch gut lief. Und ich habe, vorher war ja im anderen Vergaser war eine 34er Nebendüse drin. Er lief aber nie richtig so. Nebendüse hat wohl nicht gepasst. Hier war jetzt eine 38er Nebendüse drin. Die lasse ich jetzt mal drin. Und ja, ich werde jetzt erstmal den Roller hier 10-15 Minuten laufen lassen und
ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir unsere erste Fahrt machen werden mit der ChatForce mit ihrem neuen Zylinder und neuen Vergaser. Mega! Ich bin mega stolz. So, meine Freunde, ich bin raus. Haut rein und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Juhu! Und bis zum nächsten Mal, euer Infi.